Ja, jetzt sind wir im Labor angekommen. Der letzte Part von Resident Evil 1. Schön im Labor eins zusammensuchen hier und dann hoffen wir mal, dass wir entkommen. Mitnehmen die beiden Pflanzen. Kombinieren, mitnehmen. Ja, oder eine erstmal nehmen und eine mitnehmen. Ja, eine lassen wir da im Platz. Hier kommst du eh noch so, ja, werden wir sowieso grün. Was ist der denn da rum? Geil. Haben die schon mal gekotzt vorhin, die Zombies? Nee, ne? Nee. Was ist so hier? Special Effect, Kotze eingebaut. Unbelievable. Schön, Schrotmoni. Ich glaub das Wenn nicht. die dritte ist, yeah. Ja, müssen die die machen. Siehst Joa, du, da haben wir ja schon mal. Ja. Ist das nicht schön? Was Feines. Sie ist elektronisch verriegelt. Ah, da müssen wir bestimmt nachher. Ach, B2 hier ist auch verriegelt noch. Underdown Level B2. Wir müssen mal gucken, was da jetzt für Viecher sind. Wenn die komischen Dinger sind, dann kannst du gleich durchlatschen. Ne? Ja, stimmt. Aber die brauchst du gar nicht anfangen zu schießen. Ja, für alle, die Resident Evil 1 noch nicht gespielt haben, diese besagten fragwürdigen Knabber-Zombies, die mich ja gerade anfressen, die braucht man nicht töten, weil die dann immer wiederkommen. Ja, genau, hier ist ja ordentlich Party, ey. Guck mal. Gut, was los, ey. Ja, komm, Alter, was macht der denn da? Scheiße, Mann. Hey, der frisst mich da echt an. Ja, schade, dass man die nicht töten kann. Ich find's echt ein bisschen. Da haben die echt versagt, eigentlich. Da haben die hat Capcom auch nicht versagt, ne? Hätte irgendwas Besseres einfallen können, ne? So wie. Ja, könnten sie lieber sagen, da muss man doppelt so viel Schrot reinballern, aber die Dinger sind dann eben oder halt. Noch irgendwie so ein Special Effect oder so, weißt du, so irgendwas Geiles noch. Hier. Oh, Dunkelheit. Leere. Licht. Drücke den Knopf. Da muss ich betätigen. Nein. Immer diese Fragen an sich selbst. Bisschen schizophren, ne? So, Brief an des Forschers. Liebe Ada. Oh, liebe Ada. Ada, wenn du dies hier liest, werde ich bereits irgendetwas anderes sein. Der heutige Test fiel positiv aus. Genau wie ich es erwartet habe. Mir ist, als ob ich gleich durchdrehen würde, wenn ich daran denke, einer von denen zu werden. Ada, du bist nicht infiziert und ich hoffe, du wirst es niemals sein. Bla bla. So, was haben wir hier? Den Code habe ich weiter unten aufgeschrieben. Ich bin sicher, du wirst ihn mühelos verstehen. Und das ist meine letzte Hoffnung, falls. Achso, das ist meine letzte Hoffnung, falls mich völlig verändert vorfindest. Bitte bring mich eigenhändig um. Ja. Johnny, ja. Ja, Johnny hat uns ein schönes Passwort hinterlassen. Das sieht mir aus wie alte griechische Schrift. Alte griechische Hieroglyphen. Wenn mich mein Gehirn nicht alles täuscht. John Ada. Siehst du, hier auf das Bild wurde etwas geschrieben. Cool. Gefahr. Oh. Warum nicht? So, ja, weiß ich auch nicht. Da müssen wir erstmal hier das auffreshen und nochmal dann die Pflanze hier aufnehmen für Eventualität. Ja, könnte ja sein, dass noch was passiert. Die stehen ja total auf uns, die braunen Zombies da Jo. draußen. Na, hier ist ja noch ein Schrank. Was ist hier denn? Der passt schon so ungerendert nicht ins Bild. Schon ein bisschen auffällig. So, jetzt hier. Tree Apple Man Woman. Ja, siehst du, Tree Apple Man Woman. Wenn du das mit dem vorigen Gleichzeichen eben vergleichst, kommt Mole raus. Moni. Ja. Mole. Bestimmt ein Passwort oder so. Das musst du mir jetzt nochmal erklären. Ach, die Anfangsbuchstaben von da. Dann dir doch den Passwort da gerade aufgeschrieben von John da. Ja. Hier. Eine Eingabefeld für Passcodes. Sie kennen den Passcode nicht. Hä, sind das hier nicht die Passcodes? Nee. Aber Mole, wie war das denn noch? Ja, hier, da steht doch John da, hatte doch gerade dieses.
die Hieroglyphen da aufgeschrieben. Und dann war doch gerade, die Zeichen waren jetzt an der Wand. Ja. Und wenn du das Ding umgeklappt hast, dann waren die Zeichen dann das richtige, das richtige Buchstaben-Dings. Wörtchen da, weißt du? Ja. Das geht eigentlich. Also, ja, seine Buchstaben nach der Reihenfolge zu den Dingern zuzuordnen. Ne? Ja. Was ist das denn? Könnt ihr das? Hm, ein bisschen gleich Filmchen gucken oder so. Verschiedene Gegenstände. Ja, nicht so ein Interesse wie immer. So, ist jetzt noch hier irgendwas? Ah, das ist ein PC. Da können wir nochmal eben kurz die Disk reinpfeffern. Der Computer wird benötigt, um das Schloss zu öffnen. Möchten Sie ihn anschalten? Ja. So, dass wir hier dann Computer-Expertenwissen raushängen. Ah, Umbrella. Das erste Mal in der Geschichte von Resident Evil Umbrella. Auf dem Schirm gehabt. Hier. Hobbles. So, Umbrella, Computer, blablabla. Login. Login. Ja, Login. Ada oder was? Oder John? Oder Ada. So. Nee, John war das doch, oder? John, aber Ada wird er bestimmt genommen haben. Ja, wieso geht er jetzt wieder raus hier? Das ist doch scheiße. Ja, wird benötigt. Ja, das ist echt. Das ist wieder hier, ne? Immer dieses Hin- und Her-Gedöns, so. Dann John, Ada. Typisch Resident Evil. Jetzt. Ja, John wahrscheinlich den Namen und dann bestimmt seine alte da als Passwort genommen. Ja. Würde ich auch machen. John. So, John ist natürlich. Na, wer ist denn John? Ja. Kenn ich nicht. Ach, scheiße. Backspace. Ada. Tastatur mit A, B, C, D, E, F, G. Coole Tastatur. Ah ja, siehst du, können wir mal B2 öffnen. Access. Zugang? Ja. Hier Permission denied. Try enter password. Mole oder was? Mole oder Ada? Bestimmt Mole, oder? Ja. Verified, jo. Jo. Unlocked. So siehst du, B2 haben wir schon mal unlocked und B3. Aber da haben wir jetzt kein Passwort für. Haben wir den gleichen? Hä? Mole wieder? Ja, klar. Ach so, einfach, cool. Einfach so. Ja, gut, was dann? Ist ja auch okay. Aber wir haben immer noch nicht B1 geöffnet, oder? B1? Nee, B1 ist ja oben gewesen, die Tür, wo wir reingekommen sind. Dann müssen wir dann nochmal spät gucken. So, warte mal, da kamen wir her, ne? Ich will jetzt hier auch kein Risiko eingehen oder so. Ich mach mal. Na, ich mach die mal mit einer Dings platt. Mach die mal lieber eben platt hier. So. Siehst du. So, wo wollen wir jetzt reingehen? Oben oder unten? Oben. Oben. Energieraum. Die Tür ist fest verschlossen. Ja. Ich dachte, wir haben gerade alles geöffnet hier. Das ist eine Verarsche. So, das ist kopflos. Die ist von innen verriegelt. Okay. Dann müssen wir wohl vielleicht wieder hoch. Oh, scheiße. Nein. Ich verknall hier die Munition, oder ich glaube das nicht. Was hier schon mal? Naja. So, jetzt hier unten, oder wo war denn jetzt B? Wir sind jetzt B3, ne? Hm, weiß ich auch nicht. Ich guck mal erstmal hier nochmal rein.
Der war mir, ja. Der war vorhin verschlossen, ne? Und gut sein, ich hab das jetzt nicht mehr drauf. Ich bin auch ein bisschen müde. Ja, so Pengi. Wir können an die Pengi. Ist ja cool, wir sind eh gleich hier durch, Alter. Drei Zombies auf einmal. Auf vier sogar, was ist denn hier los? Hier hängen erstmal die dicken Poster. Ach, hier musste man, glaube ich, eingeben, oder? Ja. Passcode 1. Ja. Was war das jetzt? Ja, Passcode, ne? Ich weiß nicht. Die verarschen? Ach so, hier kannst du nur den ersten eingeben, oder? Ja. Du musst ja hier irgendwie die Passcodes, diese drei Modus, kannst du benutzen und verwenden, um diese Passcodes dir dann und bei diesem Faxgerät da rauszuholen. Ja. Ja, ja, Fax an den Leiter. Unwichtig. Aber keine Ahnung. Ne? Ja, die anderen beiden müssen wir auch noch holen gleich. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch die Passcodes hier holen, eingeben. Kommen wir ja. Dann sind wir ja schon fast beim Endboss. Da wird's noch ein bisschen spannend und dann ist ja auch schon finished die Scheiße hier. Ja, da stehen sie jetzt wieder alle. Ist auch geil, ne? Knallt sie ab und kommt einfach wieder. Ja, das finde ich mir dumm. Sachen gibt's, die gibt's Geräusch. Okay, ja genau, jetzt sind wir B2. Hier wurde der Raum ja auch nochmal geöffnet. Gucken, was sich hinter dieser Tür verbergt. Okay. Ja genau, hier ist jetzt das Faxgerät, der Beamer oder was ist das hier? Das war Dios. Mios Dios. Ein Projektor. Ja, so cool. Rein damit? Jo. Umbrella Ink. Biowaffen, PR-Material. MA39, Cerberus. Ja, den sind wir auch schon öfter gegangen. Ja. Fletschige-Zähnchen. Ach, hier, deine Freunde. Ja, die musste ich ja vorhin mal angucken. Oh. Tierquälerei. Hier, MA121 Hunter. Das sind echt die beschissensten Dinger. Ach, und was ist das hier? Der Super Tyran. T002 Tyran. Institut für Biowaffenabteilung, Forschung und Entwicklung. Auch wenn das mal nicht Albert Wesker ist, ob der da rechts steht. Klar. Da steht er einfach mitten im Bild. Ganz unauffällig. Da ist ein Schaltschrank. Ja. Verborgener Schalter. Den Teil müssen wir hier auch mal einbauen. Oh, hier, Schlüssel. Möchte die nehmen. Ja, Laborschlüssel, jetzt können wir wieder runterlatschen und dann können wir ja durchgehen, ne? Hast du noch was? Ja. Ja. Manchmal sieht das so aus, als wenn da noch ein Nebenraum wäre, ne? Mhm. Ja, wegen der Kameraeinstellung so, ne? Ja. Die Kameraführung ist nicht unbedingt so benutzerfreundlich, wie man es manchmal gerne hätte. Richtig. Ja, aber wie gesagt, noch heutzutage ist das ja auch alles. Ja, das war schon ewig alt. Das ist ein überholtes Konzept hier. Das ist ein bisschen länger her. Wobei, im Endeffekt, so weiß ich auch nicht, ne? Also, wenn das jetzt hier mehr Spaß macht, oder das alte. Gibt's da nee. Von innen verriegelt? Welche Tür ist denn jetzt hier der Schlüssel? Für die da oben, oder? Ach du Scheiße. Erschrocken, ey.
Kopfhörer können wir wegschmeißen. Ja, haben wir noch einen Speicherplatz.